Glück auf. Ich bin Matthias Reich. Ich bin 65 Jahre alt und verheiratet, habe zwei große Kinder und zwei Enkel. Und ich bin hier Universitätsprofessor an der Bergakademie in Freiberg. Ich bin zwar irgendwann im Westen aufgewachsen, aber ich habe noch nie irgendwo so lange gewohnt wie jetzt hier in Freiberg. Und ich fühle mich sehr wohl hier und möchte hier auch bleiben. Und ich möchte mich hier auch einbringen. Und deshalb möchte ich diesmal auch bei der Stadtratwahl kandidieren. Wir sind ja eine Universitätsstadt und das bedeutet, dass die Universität und die Stadt sehr eng miteinander verknüpft sind. Unsere kleine Universität ist ja eine Schwerpunktuniversität, die sich mit bergbaulichen Sachen insbesondere befasst, aber auch mit ganz modernen Themen wie Klimawandel und so weiter. Und das weiß man nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern das weiß man in der ganzen Welt. Aus der ganzen Welt kommen Studierende und Wissenschaftler zu uns nach Freiberg, um hier zu lernen und zu forschen. Und ich finde, dass wir alles tun sollten, damit sich diese Wissenschaftler und Studierenden bei uns einfach wohlfühlen. Denn nur wenn viele Studenten hier zu uns nach Freiberg kommen, geht es der Universität gut. Und wenn es der Uni gut geht, geht es auch der Stadt gut. Die Leute müssen hier zurechtkommen. Manche von ihnen sind nur wenige Jahre hier und können in der kurzen Zeit gar nicht unsere Sprache lernen. Und deswegen müssen wir uns auch ein bisschen auf diese Leute einstellen und denen ein bisschen entgegenkommen und denen helfen, wo wir können. Ne, vielleicht reicht es auch schon, kleine Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen, damit die sich auch mal irgendwann was Leckeres kochen können aus der Heimat und dazu die Zutaten kriegen. Ja, und die Leute müssen sich natürlich hier nicht nur bei der Arbeit wohlfühlen, sondern auch in ihrer Freizeit. Und deswegen finde ich, dass wir unsere Stadt noch weiter als bisher beleben müssen. Freiberg ist so klein, da kann man sich nicht einfach nur berieseln lassen. Aber das Gute ist, hier kann sich jeder einbringen und sehr erfolgreich in den vielen Institutionen und Vereinen und so weiter mitmachen. Vielleicht in einer Band mitspielen oder so. Und für alle diese Leute können wir vielleicht noch viel mehr Auftrittsmöglichkeiten schaffen. Denn wer irgendetwas einübt und was lernt, der möchte das auch zeigen. Und vielleicht auch gar nicht mal in einem abendfüllenden Programm, sondern einfach so zum Spaß mal ausprobieren, wie das so ankommt und läuft. Und deswegen könnten wir vielleicht im Albert-Park so eine kleine Bühne aufbauen, ähnlich wie der Hyde Park in London. Und auf dieser kleinen Bühne kann jeder auftreten und irgendwas vorführen, gerade so, wie er Lust hat. Das wäre doch zum Beispiel ganz witzig. Ja, und ich möchte auch etwas dafür tun, dass wir gemeinsam wieder ein bisschen mehr in die Mitte zurückfinden. Ich habe so den Eindruck, dass hier in unserer Stadt und überall immer hitziger debattiert wird. Die Argumentation geht immer weiter aus der Mitte raus und ist inzwischen so weit polarisierend auseinandergegangen, dass man manchmal Schwierigkeit hat, sich zu verständigen. Und ich trete ein, dass wir anständig und vernünftig miteinander umgehen, Respekt füreinander haben und zeigen, dass wir Verantwortung haben, auch mit öffentlichem Besitz, dass niemand irgendwas kaputt geht und so weiter. Und anstatt zu schimpfen und zu motzen, soll man lieber auch Verbesserungsvorschläge vortragen und über die kann man dann vernünftig diskutieren. Und ich möchte einfach nicht, dass die lautesten Schreihälse den Ton angeben, weil sie das Recht für sich beanspruchen. Und für diese Version möchte ich eintreten. Für diese Version bewerbe ich mich zur Wahl für den Stadtrat 2024. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dafür eure Stimme gebt. Vielen Dank. Glück auf. Ups, jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, dass ich mich zwar für den Stadtrat bewerbe, aber ich wollte nicht in eine Partei eintreten. Und deswegen habe ich nach langem Überlegen beschlossen, bei den Freien Wählern im Verein mitzumachen. Danke für eure Stimme. Tschüss.